Ich heiße Wladimir Georgievich Stanow. Ich bin Professor der Internationalen Slawischen Akademie und dort Leiter eines Instituts für praktische Psychologie und Psychoanalyse. Eine der Richtungen der Psychoanalyse ist, Menschen ohne medizinische Methoden, zum Beispiel von ungesunden Gewohnheiten zu befreien, von Alkohol, Tabak, Drogenabhängigkeit, von Essstörungen und Spielsucht. Wir haben auch eine sehr interessante psychoanalytische Richtung erarbeitet, bei der es um die Wiederherstellung der Sehkraft ohne medizinische Methoden geht. Es ist erwiesen, dass jeder Brillenträger die Brille absetzen und mit Hilfe einfacher, spezieller Übungen seine Sehkraft wiederherstellen und auf die Weise genauso gut wie mit Brille sehen kann und sogar noch besser. Heutzutage bin ich der führende Spezialist in Russland und, wie festgestellt wurde, in der ganzen Welt auf dem Gebiet der nichtmedizinischen Wiederherstellung der Sehkraft. Worauf basiert diese Methode? Diese Methode beruht auf der Entdeckung des amerikanischen Professors William Bates, der im Jahre 1901 eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlichte, in der er bewies, dass die allgemein anerkannte Theorie der Sehkraft von Hermann von Helmholtz gar nicht richtig ist. Und doch verwenden alle Augenärzte der Welt diese allgemein anerkannte Theorie von Hermann von Helmholtz bis heute. Sie behauptet, dass der Prozess der Akkommodation, das heißt der Schärfeeinstellung der Augen, von der Augenlinse durchgeführt wird, um die herum sich die Zillarmuskeln befinden. Wenn die Zillarmuskeln die Augenlinse zusammendrücken, sei sie mehr gewölbt, ihre Fokuseinstellung verringere sich und der Mensch sähe nah. Wenn die Augenlinse flach sei, treffe der Fokus anders auf die Netzhaut des Auges und der Mensch sähe gut in der Ferne. In Wirklichkeit stimmt das alles nicht. Und Bates hat es bewiesen. Er hat 30 Jahre lang die Funktion der Augen erforscht. Er hat bewiesen, dass der Akkommodationsprozess von den Augenbewegungsmuskeln ausgelöst wird. Vor allem von den Muskeln des Auges, welche sich quer im Auge befinden. Wenn alle Muskeln entspannt sind, hat das Auge die Form einer Kugel. Der Fokus befindet sich auf der Netzhaut und so ein entspanntes Auge sieht ausgezeichnet in der Ferne. Aber wenn nah gesehen werden soll, muss der Fokus tiefer im Auge sein. Also das heißt, um nah zu sehen, entspannt der Mensch die Längsmuskeln und spannt die Quermuskeln, er drückt sein Auge zusammen. Das Auge verlängert sich nach vorne, der Fokus geht in das Auge rein. Und ein so gewölbtes Auge sieht dann gut nah. Das sind sozusagen die Grundsteine der Sehkrafttheorie von Bates. Aber sie stellt die ganze Augenheilkunde vom Kopf auf die Füße, benennt den Grund der Sehkraftstörungen neu und die Hilfsmittel für die Befreiung davon. Laut der Theorie von Helmholtz soll man eine Brille aufsetzen, um angeblich die Mängel der Arbeit der Zillarmuskulatur zu korrigieren. Und laut Bates braucht man keine Brille. Der Mensch soll aufgeklärt werden, die Sache verstehen und man soll ihm helfen, die gespannten Augenmuskeln zu entspannen oder die, die geschwächt sind, zu trainieren. Die Sehkraft des Menschen wird so wiederhergestellt. Damit beschäftige ich mich inzwischen 18 Jahre lang. Wobei wir die Methode von Bates mit der Methode von Gennady Andreevich Shishko zusammengeführt haben. Er ist der Gründer unserer sowjetrussischen Psychoanalyse, ein Wissenschaftler aus Leningrad. Er hat eine Methode entwickelt, laut der ein Mensch jede neue Erkenntnis sofort in eine Überzeugung umwandeln kann und sogar zu einem unterbewussten Bedürfnis machen kann. Seine Methode ermöglicht uns, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wir wissen viel, tun aber wenig. Wie kann man erreichen, dass wir diese Übungen machen wollen, die Muskeln trainieren wollen, die Muskeln entspannen wollen, dass keiner uns dazu zwingen muss? Das ermöglicht die Methode von Shishko. Wir haben sie am Anfang die Bates-Shishko-Methode genannt. Ich habe meine erste Ausbildung in Physik und Optik gemacht, bin Doktor der Physik und Mathematik mit Spezialisierung auf Optik. Darum habe ich hier gute Karten. Meiner zweiten Ausbildung nach bin ich Psychologe. Ich bin Professor der Psychologie, leite das Institut für praktische Psychologie und Psychoanalyse. Und durch die Verbindung von Physik, Optik und Psychologie haben wir etwas Feines bekommen. Die Klienten setzen in einigen Wochen die Brillen ab und stellen mit Hilfe einfacher Übungen ihre Sehkraft wieder her. Sie beginnen genauso gut ohne Brille zu sehen wie mit Brille und sogar besser. Das ist bemerkenswert und sogar besser. Ich selbst hatte vor 18 Jahren eine Lesebrille mit plus 2 Dioptrien. Ohne Brille kam ich tagsüber nicht zurecht. Und schon nach dem 6. Tag der Übungen habe ich angefangen, ohne Brille zu sehen.
aber ich habe meine Brille nur ein Jahr getragen. Das heißt, diese Brillenabhängigkeit hatte mich noch nicht ganz und gar erfasst. Darum geschah es so schnell. Seitdem habe ich die Brille nicht wieder aufgesetzt und ich sehe nah und fern sehr gut. Mehr noch, im Laufe der Übung, bei der ich mich von der Weitsichtigkeit plus 2 befreit habe, hat sich meine Sehkraft weiterentwickelt. Das rechte Auge hat angefangen 200% zu sehen und das linke 150%. Der Mensch ist tatsächlich in der Lage, seine Sehkraft durchaus in jedem Alter wiederherzustellen und zu entwickeln. Der weltbekannte Chirurg und Doktor der Medizin Fjodor Grigorjewitsch Uglow, der in St. Petersburg gelebt hat und der ins Guinness-Buch der Rekorde als der älteste Chirurg der Welt mit einem Dienstalter von über 75 Jahren eingetragen ist, hat 78 Jahre lang Menschen operiert. Mit 100 Jahren machte er die allerschwersten Operationen in seiner Klinik. Und mit 95 ist er bereits zu mir zu den Kursen gekommen, hat den Kurs beendet und die Brille mit plus 2,5 Dioptrien abgesetzt. Und das im Laufe von 3 Wochen. Die letzten 9 Jahre seines Lebens hat er ohne Brille operiert. Gelesen, geschrieben, ist Auto gefahren. Also die Methodik ist sehr interessant, sehr reizvoll. Ich bin mit dieser Methodik in den letzten 10 Jahren um die ganze Welt gereist. In Amerika, Australien, Europa, darunter in Deutschland, war ich einige Male, in Asien, sogar in Afrika, in Marokko und Tunis. Also überall, wo es eine russische Gemeinde gibt, wo es Internet gibt, ist das Interesse an dieser Methodik sehr groß. Im Grunde genommen kann der Mensch sich mit Entspannung und mit dem Training der Augenbewegungsmuskeln von allen Sehkraftstörungen befreien. Es gibt 4 Sehkraftstörungen: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Schielen und Astigmatismus. Ich betone besonders, dass es keine Krankheiten der Augen sind, wie andere Ärzte behaupten. Der Mensch hat eine Myopie. Nein, das ist eine Sehschwäche, das ist eine nicht richtige Arbeit von 6 Augenmuskeln. Wir bezeichnen auch niemanden als krank, bei dem der linke Arm schwächer ist als der rechte. Er ist doch nicht krank. Sein linker Arm ist einfach schwächer als der rechte. Und er kann seinen linken Arm trainieren und genauso stark wie den rechten machen. Genauso geht es mit den Augenbewegungsmuskeln. Mithilfe spezieller Übungen kann man ihre normale Arbeit wiederherstellen. Und als Folge davon verschwinden Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Schielen und sogar Astigmatismus, von dem die Ophthalmologen behaupten, dass er unheilbar ist. Nun, welche einfachen Anfangsübungen sind interessant? Normalerweise führe ich einwöchige Kurse durch. Weil es um die Augen geht, darf man nicht alles auf einmal fordern. Und jede Überbelastung führt zu Schmerzen. Das heißt, die Muskeln fangen an zu schmerzen, die Augen schmerzen. Darum zeige ich nur einige Anfangsübungen, die ich im ersten Unterricht empfehle. Kommen wir zur Sehkrafthygiene. Praktizieren Sie Sehkrafthygiene nach Professor Zhdanov, wie es heute allgemein genannt wird. Diese Sehkrafthygiene beinhaltet nur 3 Punkte. Der erste Punkt: Wenn die Augen müde geworden sind, quälen Sie sie nicht weiter. Wenn Sie am Computer arbeiten oder Fernsehen und Ihre Augen müde geworden sind, sollten Sie alles beiseite legen und den Augen Erholung gönnen, damit die Augenmuskeln sich entspannen können. Das wird sehr einfach gemacht, mit Hilfe einer Übung, die Bates als Palming bezeichnet hat, vom englischen Wort Palm, die Handfläche. Unsere Handflächen verfügen über irgendeine für unsere Wissenschaft noch unbekannte heilende Ausstrahlung. Und der Mensch heilt sich ständig. Ui, der Bauch tut weh, der Kopf, das Ohr, der Zahn. Er möchte die Handfläche auf die schmerzende Stelle auflegen. Es stellt sich heraus, mit eigenen Handflächen kann man den müden und bei manchen sogar kranken Augen eine wesentliche Hilfe leisten. Ich betone ausdrücklich, dass Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Schielen und Astigmatismus keine Krankheiten sind. Das sind Sehschwächen. Es gibt aber auch Krankheiten, so wie grauer Star, grüner Star, Dystrophie der Netzhaut, Makuladegeneration, Dystrophie des Augennervs. Also dieses Palming hilft, die Sehkraft zu verbessern, sowohl bei Sehschwäche als auch bei Augenerkrankungen. Es ist ganz einfach zu machen. Man soll die Hände aneinander reiben, bis sie warm werden, die Handflächen so wie ein Häuschen mit geraden Ecken zusammenlegen, die Finger der einen Hand bedecken ganz die Finger der anderen Hand. Die Hände legt man in der Haltung anstelle der Brille auf die Augen, so dass die gekreuzten Finger mittig auf die Stirn kommen.
Die Nase steckt zwischen den kleinen Fingern und den Handkanten. Und die Augen liegen genau unter dem Zentrum der Handflächen. Dabei sollen die Ellenbogen entweder auf dem Tisch oder auf den Knien abgestützt oder zur Brust gezogen sein. Also die Ellbogen dürfen nicht hängen. Und in dieser Position mit geschlossenen Augen erholt sich der Mensch, gibt seinen Augen 3 bis 5 Minuten Erholung. Nach 5 Minuten haben sich die Augen erholt. Man soll sie zukneifen, dann ein bisschen reiben, den Kopf drehen, um die Durchblutung des Gehirns wiederherzustellen. Dann tief einatmen, ausatmen, zwinkern, zwinkern und die Augen öffnen. Schon diese Übung hilft sehr vielen Menschen, damit die Augen vor dem Computer, vor dem Fernseher, bei wichtigen schriftlichen Arbeiten nicht schmerzen, nicht ermüden. Der zweite Punkt der Augenhygiene: Man soll 3-mal täglich vor dem Essen eine elementare Augengymnastik machen. Man soll die Durchblutung der Augen verbessern. Das wird durch die Aktivierung der Augenbewegungslängsmuskeln erreicht. Die Übungen sind ganz einfach. Machen Sie die Übungen vor dem Essen. Schauen Sie nach oben, nach unten. Zwinkern Sie, schielen Sie nach rechts, nach links, zwinkern Sie, bewegen Sie die Augen diagonal, von rechts oben nach links unten, zwinkern Sie, andere Diagonale von links oben nach rechts unten, zwinkern Sie. Malen Sie ein Viereck mit den Augen. Schauen Sie nach oben und malen Sie die obere Seite, dann die seitliche nach unten ziehen, die untere Seite und nach oben. Zwinkern Sie in die andere Richtung. Obere Seite runter, untere Seite hoch. Zifferblatt. Stellen Sie sich eine große Uhr vor. Heben Sie die Augen nach oben auf die 12 und schauen Sie im Kreis die Ziffern an. 3 Uhr, 6, 9, 12. Dann in Gegenrichtung 12 Uhr, 9, 6, 3. 3, 12, 3, 12, 3, 12. Und zum Schluss die 6. Übung, das ist die Schlange. Schauen Sie zur Seite und beginnen Sie die Schlange als Welle vom Schwanz zu malen. Nach oben, nach unten, nach oben und Kopf. Und zurück, nach oben, nach unten, nach oben und der Schwanz. So, das ist die einfache Gymnastik. Wenn sie 3-mal täglich vor dem Essen gemacht wird, bringt sie ein sehr gutes Ergebnis. Und der letzte, wichtigste Punkt der Augenhygiene ist zu verstehen, dass Brillen Fesseln für unsere Augen sind. Wenn es Ihnen möglich ist, sie nicht zu tragen, tragen Sie sie nicht. Wenn es ohne Brille gar nicht geht, setzen Sie eine schwächere Brille auf. Denn unter der schwächeren Brille zwingen Sie die Muskeln, wenigstens ein bisschen diese Schwäche auszugleichen. Und wenn Sie die Augenhygiene, die ich gezeigt habe, diese 3 Punkte erfüllen, die erste ist, wenn die Augen müde sind, geben Sie ihnen Erholung, machen Palming. Der zweite Punkt ist, 3-mal täglich die einfache Gymnastik. Und der dritte Punkt, erkennen, dass Brillen sehr schädlich für unsere Sehkraft sind, sehr schädlich. Sie lassen die Augenbewegungsmuskeln nicht arbeiten. Und dadurch wird die Sehkraft der Augen immer schlechter und schlechter. Das sind eigentlich die 3 Punkte, die unserer Methodik zugrunde liegen. Es ist verständlich, dass sehr viele Augenärzte an der Verbreitung dieser Methode gar nicht interessiert sind. Erstens, weil man hier mit dem Menschen arbeiten muss. Man soll Psychologie verstehen, Physik verstehen und die Optik des Auges. Man soll dem Klienten zeigen, welche Übungen er machen soll und so weiter. Es ist viel einfacher, einem Menschen eine Brille zu verschreiben und dafür Geld zu kassieren. Und das bedeutet, dass er in 2 bis 3 Jahren wieder zu einem kommt, um eine stärkere Brille zu bekommen. Du wirst also dein ganzes Leben versorgt durch diese Arbeit, durch dieses Geld. Darum beeilt sich die offizielle Medizin nicht, die Methode von Dr. Beetz anzuerkennen. Obwohl mir als Physiker ist es absolut klar, dass Beetz recht hat und nicht Helmholtz in diesem Fall. Aber dessen ungeachtet basiert die ganze Weltophthalmologie auf dieser Theorie von Hermann von Helmholtz. Die Kinder bekommen bei der ersten Sehschwäche sofort eine Brille. Und wenn sie die Brille bekommen haben, fangen die Augen gleich wie die Gurken im Glas an, sich der Brille anzupassen.
In der letzten Zeit haben wir uns sehr für Sehkraftstörungen bei Kindern interessiert. Sie sind heute sehr verbreitet. In einer Klasse sind 30 Schüler. Plötzlich beginnt bei zwei Schülern die Sehkraft schwächer zu werden. Die Eltern bringen sie zu den Augenärzten und die sagen, es kommt von der Belastung. Stopp, was für eine Belastung? Wieso von der Belastung? Und warum wird bei den anderen 28 Schülern die Sehkraft nicht schwächer? Und wir haben festgestellt, dass dieses Phänomen den Medizinern bekannt ist. Man nennt es Akzeleration. Die Mediziner kennen den Begriff Akzeleration. Das Kind ist im Sommer 15 cm gewachsen, aber die Gefäße haben es nicht geschafft, so schnell zu wachsen. Die Gefäße sind langgezogen, die Durchblutung des Gehirns wurde benachteiligt, das Kind wird ohnmächtig. Machen Sie Gymnastik, es wird alles gut. Genauso eine Akzeleration, wie sich herausgestellt hat, betrifft auch die Augen. Bei Kindern mit 9, 10, 11 Jahren fangen plötzlich die Augäpfel an, schnell zu wachsen. Aber die Quermuskeln bleiben im Wachstum zurück. Sie drücken das Auge und es beginnt sich nach vorne zu ziehen. Sogenannte falsche Kurzsichtigkeit entsteht. Aber wenn das Kind in diesem Moment eine Brille aufgesetzt bekommt, behält es sie das ganze Leben lang. Darum wende ich mich besonders an die Eltern. Wenn sich bei ihren Kindern plötzlich die Sehkraft verschlechtert, gerade im Pubertätsalter, wo alle Organe besonders schnell zu wachsen beginnen, setzen Sie ihnen auf keinen Fall eine Brille auf. Man soll dringend nach unserer Methodik üben. Finden Sie die Arbeiten von Beetz. Finden Sie besser noch unsere Arbeiten. Meinen Namen im russischen Internet. Ich glaube, heutzutage sind unsere Arbeiten auch im deutschen und englischen Raum übersetzt zu finden. Man soll das Kind wenigstens diese drei Punkte machen lassen. Die Erholung der Augen, die einfachen Trainingsaufgaben für die Augen und seine Sehkraft wird sich normalisieren. Die Muskeln werden wachsen, lassen die Augen entspannen und alles wird wunderbar. Bei uns in Russland und auch in der ganzen Welt musste ich feststellen, dass sich Augenheilkundler sehr skeptisch und sehr negativ gegenüber all unseren Erfahrungen positionieren. Obwohl wahrscheinlich schon 100 Millionen Menschen in der ganzen Welt dank dieser Methodik die Brille abgesetzt und ihre Sehkraft wiederhergestellt haben. Darunter bin ich, der hier persönlich vor Ihnen sitzt, als jemand, der im Laufe einer Woche nicht nur daran geglaubt hat, ich habe es auch überprüft und ein tolles Ergebnis bekommen. Ich leite schon 18 Jahre lang die Arbeit von diesem Institut, führe entsprechende Kurse in der ganzen Welt durch. Diese Arbeit hat eine hohe Wertschätzung in Russland erfahren. Ich wurde 2008 mit der Ilya Metschnikow-Medaille in Gold ausgezeichnet für meinen Beitrag zur Stärkung der Gesundheit der Nation. Und 2009 wurde ich mit der internationalen Paul-Ehrlich-Medaille in Gold ausgezeichnet für meinen Beitrag zur Entwicklung der prophylaktischen Medizin. Also in unserem Land wie auch im Ausland hat die Methodik eine hohe Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Darum wende ich mich an Ihre Zuschauer, an alle, die mich sehen. Sie sollen wissen, es gibt eine Alternative zur Brille. Es gibt eine Alternative zur Augenoperation. Der Mensch kann seine Sehkraft selbst wiederherstellen, kann seine Augen selbst heilen, ohne jegliche Ärzte, ohne jegliche Medikamente. Er muss nur anfangen, seine Augen zu pflegen, muss verstehen, was die Augen brauchen und den einfachen Empfehlungen folgen, die ich heute im Prinzip gegeben habe. Und wenn Sie möchten, kann man auch in Deutschland entsprechende Kurse durchführen. Ich war schon ein paar Mal dort. Ich möchte noch sagen, dass wir sogar bei der Hilfe für Menschen mit kranken Augen bemerkenswert große Erfolge haben. Bei grünem Star, grauem Star, Dystrophie der Netzhaut, Makuladystrophie. Einer der wichtigsten Gründe von Augenerkrankungen ist eine gewisse Stauung in den Augen. Unsere Augen werden durch Blut ernährt, auch durch die Gefäße der Augenmuskeln. Und wenn die Muskeln gut entwickelt sind, gut arbeiten, versorgen sie die Augen mit Blut. In den Augen läuft der Stoffwechsel normal. Die Augen sind gesund. Sobald die Arbeit der Augenmuskeln gestört wird, in erster Linie wegen einer Brille, verschlechtert sich die Blutversorgung und es beginnen die Stauungen. Wenn die Ausgangskanäle verstopft werden, erhöht sich der Druck und so haben sie die Krankheit grüner Star. Wenn die Schlacken sich auf der Linse absetzen oder im Innern des Glaskörpers, haben sie den grauen Star. Wenn die Arbeit der Netzhaut, die Durchblutung der Netzhaut gestört ist, haben Sie die Dystrophie der Netzhaut bzw. Makuladystrophie. Das sind die üblichen Krankheiten. Es ist bemerkenswert, wenn Menschen anfangen, an ihrer Sehkraft zu arbeiten, verbessert sich die Durchblutung und diese Stauungen lösen sich von selbst.
Ich empfehle zumindest all denen, die beginnenden grünen Star haben, beginnenden grauen Star, Netzhautdystrophie, unbedingt diese Methodik zu nutzen. Sie haben damit eine reale Chance, sehr, sehr viele Komplikationen im Leben zu vermeiden. Sie vermeiden vielleicht schwere Operationen, deren Ergebnis unklar ist. Und bei uns? Noch keinem ist es wegen unserer Übungen schlechter gegangen. Alle erlebten Verbesserungen. Übrigens, viele wissen nicht einmal, was das Anfangsstadium vom grauen Star ist. Wenn Sie morgens aufwachen und die Augen öffnen, an die weiße Decke sehen und vor den Augen irgendwelche kleinen Teilchen schweben, das ist das Anfangsstadium vom grauen Star. Das erste Zeichen von dieser anderen blinden Welt. Diese Teilchen können 10 bis 15 Jahre so schweben und dann wird alles mit einem Schleier bedeckt. Und wie gesagt, warten Sie, bis der graue Star reif wird, können Sie schon mal Geld für die Operation beiseite legen. Nun, was ich mir wünschen würde, wir können den Menschen Hoffnung geben. Hoffnung darauf, dass man die eigene Sehkraft wiederherstellen kann. Man kann die Sehkraft bei Kindern wiederherstellen, man kann die Sehschwäche beseitigen, die Sehkraft verbessern. Ich habe sogar Patienten gehabt, die am Blindenstock gegangen sind. Am fünften Tag kam ein Mann strahlend zu mir und sagte, ich war heute draußen auf der Straße und habe die Straßenampel gesehen. Der Mensch hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten, er war ja blind, eine Straßenampel leuchten sehen. Verstehen Sie, es gibt wirklich irgendwelche lichtempfindlichen Reservezellen, die im Laufe des Trainings aktiviert werden und wieder beginnen zu arbeiten. Sogar bei blinden Menschen fängt irgendetwas in den Augen an, sich grundsätzlich zu verändern. Wir befinden uns hier in einem der Zentren der Firma Tentorium. Es ist die größte Bienenzuchtfirma in der Welt, die sehr wichtige Produkte herstellt. Darunter auch für uns Therapeuten, die anderen Menschen helfen, die Sehkraft wiederherzustellen. Insbesondere nutzen wir in unseren Kursen aktiv in Wasser gelösten Propolis-Extrakt. Propolis ist die Medizin der Bienen. Es ist das wertvollste Naturprodukt. Aber Propolis ist nicht wasserlöslich. In allen Heilbüchern steht, man soll Propolis in Spiritus oder in Wodka auflösen. In einem Institut der Wissenschaftsakademie wurde eine Analyse gemacht. 60% von den besonders heilsamen Stoffen tötet der Spiritus sofort ab. Und dieser Firma ist es gelungen, einen Extrakt von Propolis auf Wasserbasis zu machen, ohne Spiritus. So behalten sie 100% seiner Eigenschaften. Und diesen Propolis-Extrakt auf Wasserbasis empfehlen wir gern den Leuten, die sich mit ihrer Sehkraft beschäftigen. Sie nehmen 10 bis 12 Tropfen eine halbe Stunde vor dem Essen zu sich und tropfen je 2 Tropfen in die Augen. Er zieht besser als Aloe aus den Zellen, aus den Organen Schlacken heraus. Er tötet mehr als 200 krankmachende Mikroben und Pilze ab. Dabei greift er keine einzige nützliche Bakterie an. Bei oraler Einnahme, sobald er ins Blut gelangt, wird der Propolis-Extrakt zu einem mächtigen Antisklerosemittel. Er säubert die Mikrokapillare der Gehirn- und Augengefäße. Und wir betrachten es als unsere Aufgabe, die normale Funktion der Muskeln so schnell wie möglich wiederherzustellen, ihre Elastizität und Arbeitsfähigkeit zurückzugeben, damit die Augenmuskeln richtig arbeiten. Darum empfehlen wir diesen Extrakt von Propolis, den die Firma Tentorium herstellt, gern und benutzen ihn in unseren Kursen. Außerdem möchte ich sagen, dass die optimale Zusammensetzung von Vitaminen und Spurenelementen für die Ernährung der Netzhaut in Heidelbeeren enthalten sind. Und im Sommer, in der Heidelbeersaison, sollte man echte Heidelbeeren essen. Für den Winter kann man sie trocknen. Man soll sie nicht kochen oder einfrieren. Die Heidelbeere würde ihre Vitamine verlieren. Und die Firma Tentorium hat nach unseren Anforderungen ein Produkt für die Augen hergestellt, das Chernika heißt. Das ist ein Extrakt von Heidelbeeren, mit dem die Kerne von Perga durchtränkt sind. Diese Kerne werden mit Heidelbeerextrakt durchtränkt und es werden Dragees gemacht. 4 Dragees morgens, eine halbe Stunde vor dem Essen, 4 Dragees abends, eine halbe Stunde vor dem Essen. Das ist der Tagesbedarf an Vitaminen und Spurenelementen für die Ernährung der Netzhaut. Außerdem nutzen wir eine sehr gute Creme auf Basis von Wachs und Bienengift. Das Bienengift ist einer von wenigen Stoffen, der die Arbeit der Sehnerven aktiviert. Darum kann man diese Creme mit dem Bienengift vorsichtig auf die Schläfen auftragen, einmassieren
und so die Arbeit der Sehnerven stimulieren. Und damit verbessern sie natürlich die Sehkraft. Das sind alles Naturprodukte, keine Chemie. Das ist alles natürlich und nichts Ungewöhnliches. Und die Menschen bei uns nutzen das alles aktiv. Ich empfehle das jedem. In Deutschland gibt es inzwischen ein großes Lager von Tentorium. Das ist in Dresden eröffnet worden. Man kann dorthin kommen und diese Produkte kaufen. Sie beschleunigen den Prozess der Wiederherstellung der Sehkraft und sichern das erreichte Ergebnis.